Das darf ich jetzt hier bestimmt nicht sagen, aber meine Freundin hat mich noch nicht verlassen, aber die meinte auch, das mit dem das musst du in den Griff kriegen. Ja, da bin ich auch so eine arme Socke. Kann ich euch beide nageln oder Poofoot? Oh Mann, das geht ja aber in Richtung, du Schlingel. Ja, nee, ist nicht akzeptiert, gibt's einfach nicht. Dominik, ja, du schön, hier. Danke. Die Abholung. Genau. Aber du magst die Autos ja, wie ich gehört ja, habe. Ja, doch, gelernt doch habe. War schon so ein kleiner Jugendtraum, muss ich sagen. Willkommen bei Festgenagelt, ja, der Sendung mit dem gewissen Nachdruck. Ah, ja, okay, alles klar. Dominik Ricker. Hi. Ja, möchtest du Dominik Meier oder Dominik Ricker genannt werden? Ach du, also das Meier habe ich abgelegt. Ich weiß, worauf du anspielst. Also wahrscheinlich noch ein bisschen bekannter von dem Kanal Maschinenhandel Meier. Aber. Ja, ist ja seit jetzt ungefähr 3-4 Monaten oder je nachdem, wann es ausgestrahlt wird, schon ein bisschen her. Ich habe meinen eigenen Kanal. Ich zeige euch auf diesem Kanal, wie man mit möglichst wenig Werkzeug auf wenig Raum schön Müll bauen kann. Wir haben ja gedacht, wir haben hier eine richtig coole Schablone, haben dann aber festgestellt, so ganz funktioniert es nicht. Vorher noch ein bisschen Knoblauch und den Rest könnt ihr natürlich auch essen. Nehmen, was da ist und trinken, was klar ist oder irgendwie sowas, ne? Gut. Ich bin ja auch sonst eigentlich schon längere Zeit als Autor tätig für eine Holzzeitschrift. Du kannst die Zeitschrift ruhig nennen? Ach so, Holzwerken. Zeitschrift Holzwerken. Ich muss sagen, ich sitze hier eigentlich mit einer Berühmtheit zusammen, weil ich auch. Holzwerken, ich hab von Holzwerken, glaube ich, alle Bücher. Okay. Holzwerken war so mein erster Berührungspunkt zum Thema Holz, okay, so vor 10, 15 Jahren wieder. Interessant ist, was ich bei dir in der Kanalinfo gelesen habe. Ich möchte es mal kurz vortragen. Oh Gott. Ja? Scheiße. Aus Liebe zum Handwerk, zur Arbeit, zum Holz und der Natur. Mhm. Nachhaltige Holzbearbeitung lehren und lernen. Keine Werkzeugsponsoren, kein Clickbait, keine Maschinenvergleiche und keine Ausreden. Das ist schon eine Ansage. Wie kommt es denn, dass du zu diesem Maschinenvergleichsfuzzi hier wie mir hierher kommst? Das ist ja eigentlich nur, weil andere besser können. Man muss ja auch wissen, was ist das Steckenpferd und was halt eben nicht. Ich denke mal, es ist ja auch immer ganz schön, wenn jeder Kanal so ein bisschen seiner Passion, aber auch so seinen Fähigkeiten folgt, die man halt eben hat. Und darum finde ich es halt eben auch ganz gut, dass es halt eben parallel Koexistenzen bei Kanälen gibt. Aber dann gibt es natürlich auch unter meinem Kanal jetzt mal wieder, kannst du dir empfehlen, würdest du das nehmen, wie ist dir im Vergleich zu der und der? Und dann kann ich einfach sagen, Leute, das ist überhaupt nicht mein Ding. Dafür gibt es den Sebastian, der macht das, der hatte die Ruhe weg, weil später, nachdem ich den 5. Akkuschrauber so von der anderen Marke in der Hand hätte, würden mir auch schon die Worte ausgehen, um zu beschreiben, wo da der Unterschied ist. Und da braucht es dann so Menschen wie dich. Love is in the air. Ja, ja. Das auch diese Herzchen hier. Oh, das ist so. Habe ich alles so richtig vorgelesen? Er wurde dafür nicht bezahlt. Bitte schaut auf Dominiks Kanal vorbei. Dominik Ricker, so wie der Name, ist so ein bisschen, zeugt auch von Selbstliebe. Ja. Aber finde ich okay. Find ich dich okay. Selber als Held zu betiteln, ist aber okay, oder was? Moment. Nochmal ganz wichtig. Ihr alle seid draußen die Helden der Werkstatt, es geht nicht um mich. Ja? Und das wisst ihr, das wissen alle meine Zuschauer oder unsere Zuschauer. Aber worum geht's? Was hast du dabei? Ein Hobel. Natürlich arbeite ich ganz gerne so mit Handwerkszeugen. Heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie elektronische Geräte verschmähe. Also das mache ich genauso. Mir geht es eher darum, so ein bisschen die Einfachheit zu zeigen. Das heißt, mit einem eher geringeren Maschinenpark trotzdem hochwertige, kompliziertere Sachen zu bauen. Genau das meine ich mit keiner Ausreden. Wenn man jetzt sagt, ich habe halt eben nicht so viel Geld, kann mir keine Geräte von Festool oder Muffel oder wem auch immer leisten. Ihr könnt es trotzdem machen. Ihr müsst dann vielleicht so ein bisschen euch mehr reinfuchsen, ein bisschen mehr Rückschläge erleben, aber irgendwann passt es halt schon. Das ist ja genau unser Motto. Ja? Die Kernbotschaft dahinter ist ja einfach, es kommt nicht aufs Werkzeug an, sondern eigentlich eher so auf den Willen, dass man es schaffen will. Hab keine Ausreden mehr. Wie oft liest du das unter deinem Kanal? Ach ja, kann ich nicht machen, weil habe ich nicht. Ja, nee, ist nicht akzeptiert. Gibt's einfach nicht. Denk dir was aus. Was hast du noch mitgebracht? Dann habe ich eine Cordel mitgebracht. Das ist interessant. Eine Schnur geht zum einen auch so ein bisschen in die Richtung mit den Handwerkszeugen auch mal so ein bisschen anders denken. Eine Zeit lang hatte ich da auch das darf ich jetzt hier bestimmt nicht sagen, aber wurde so als Bondage-Tischler im Freundeskreis betitelt, weil ich halt eben versucht habe, so gewisse statische Probleme mit einer Schnur halt eben zu lösen. Eigentlich so eine ganz einfache Sache, so ein bisschen um die Ecke gedacht, vielleicht auch mal so ein bisschen aus anderen Gewerken, aus anderen Bereichen sich inspirieren lassen. Da gibt es keine Ausreden, die muss in jeder Werkstatt sein. Liegt die auch nachts bei dir auf deinem Nachttisch? Ja, da kann man auch andere Spielchen mitmachen, aber das verrate ich dir später. Das ist mein Skizzenbuch. Ich habe ja so einen kleinen Designschlag und versuche da halt eben mich vorzubereiten.
vorher schon ein bisschen intensiver mit meinen Möbeln auseinanderzusetzen. Ich bin da eher derjenige, der sich dann teilweise auch wochenlang erstmal jeden Abend dann im Bettchen wirklich neben meiner Schnur sich zusammen dann hinsetzt und einfach ja, Sachen niederschreibt, skizziert, jede Menge Skizzen durchgeht, ja, Ideen auch immer wieder verwirft, bis dann irgendwann so der Moment kommt, wo ich sage, geil, jetzt gehe ich in die Werkstatt, setze das um. Also man muss sich nicht immer nur bei Pinterest hinsetzen und dann Sideboard eintippen, weil man ein neues Sideboard bauen will, sondern schaut in die Architektur, schaut euch irgendwelche, vielleicht auch Autos an, schaut euch im Urlaub, weiß ich nicht, wie da irgendwie die Landschaft sich gestaltet. Es gibt so viele Möglichkeiten, so ein bisschen was anderes zu machen. Wie viele Projekte hast du im Kopf im Vorlauf? 20, 30 so. Hm. Ja. Und ich bin so bei 50 oder 100 Sachen, die ich eigentlich gerne bauen möchte. Okay, geil, ja. Und also nicht, als, ich habe jetzt mehr als du, sondern man hat halt ewig viele Gedanken im Kopf und nie die Zeit, die eigentlich umzusetzen. Und man guckt dann so teilweise nach 3 oder 4 Jahren dann wieder da rein, hat das noch nicht umgesetzt und denkt sich so, ah, ich habe aber letztens die Verbindung mal gemacht oder mir ist noch das dazugekommen. Das heißt, das kann dann auch noch mal so ein bisschen reifen. Dominik, Rika gibt es als Kanal jetzt ein Jahr. Ja, ja, ein Jahr. Zum Geburtstag. Genau, ziemlich genau ein Jahr, oder? Ja, ja, ungefähr so. Aktuell ist es wahrscheinlich mehr Hobby als Beruf. Aber was ist die Zukunft von dem Kanal? Also kann man ja ganz klar offen sagen, wenn ich da jetzt interessante Videos mache, dann steigert das natürlich meine Reichweite. Und wir sind ja hier in einem Universum bei YouTube, wo Reichweite natürlich auch einen gewissen Stellenwert hat. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass man möglicherweise in Zukunft was auch immer bestimmte Möglichkeiten einfach hat. Ich fange ja gerade so ein bisschen an, meine eigenen Produkte, mein eigenes Werkzeug mit einem Kollegen, mit einem Freund zusammen zu entwickeln. Bringst du jetzt dann deine eigenen Oberfräsen drauf oder deinen eigenen Handhobel oder? Naja, also Handhobel wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Es gibt gewisse Ansprüche, was eben diese Produkte angeht. Alles zum Beispiel made in Germany. Soll natürlich aber auch irgendwie einen Preis haben, der konkurrenzfähig ist auf dem Markt. Ich will nicht irgendwie so einen YouTuber-Bonus abgreifen und sagen, kauft es einfach, weil ich habe das gemacht und deswegen ist es total gut. Wir labeln nicht irgendwelche Sachen so um, sondern es sind Eigenentwicklungen. Aber es gibt ja einige YouTuber, die schon ihr eigenes Werkzeug rausgebracht haben. Ja. Dinge zum Anreißen, irgendwelche Winkel oder sonst irgendwas. Wie stehst du dazu? Es muss einen Mehrwert darstellen. Sonst geht es für mich fast so in die Richtung, ich habe es halt einfach nur umgelabelt und machen wir da jetzt irgendwie einen netten Taler draus. Das ist jetzt nicht so die Ambition. Das Ganze halt eben auch noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es halt möglichst nachhaltig ist. Das heißt, dass es über eine sehr, sehr lange Zeit genutzt werden kann. Eine gewisse Wertigkeit auch, was die Materialien angeht, halt eben hat. Klingt nach einer Menge Idealismus. Ah ja, klingt immer so, ne? Oder? Ja, da bin ich auch so eine arme Socke. Nachhaltigkeit, gerade bei Werkzeugen, wird teilweise zu klein geschrieben. Bei mir zum Beispiel auch ein Grund, warum ich bei mir auf dem Kanal wenig von diesen extrem günstigen Marken nutze. Ich habe bei dir auf der Webseite gesehen, dass du, das wusste ich 0,0, dass du auch Kurse machst und Kurse anbietest oder das machen möchtest. Ja, schwieriges Thema, weil wegen Corona und okay. Also das. Aber du willst das gerne? Nee, ich habe das schon gemacht, aber okay. Corona hat dann so. Aber jetzt würden sie die Bude einrennen, garantiert. Das ist alles eine Riesenorganisation. Es ist halt eben anfällig. Also das hat man bei Corona bei ganz vielen Stellen gemerkt, wie anfällig gewisse Systeme halt eben sind. Es ist natürlich auch ein bisschen einseitig, muss ich sagen, weil nachgefragt sind natürlich immer Einsteigerkurse. Aber wäre wieder etwas, um Geld zu machen, ja? Aber es gibt ja viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Also, komm in die Gruppe, jetzt fahre ich AMG, mein Freund. Naja, nee, aber also wie gesagt, also für mich war es halt eben relativ einseitig. Es geht vor allem nur an den Wochenenden. Ich habe gesehen, dass du im ZDF-Fernsehgarten warst. Das er war im ZDF-Fernsehgarten, was ich total erstaunlich finde. Ich habe viele Fragen. Erstmal, warum? Erfahrung sammeln. Also, mein Vater hat das früher aber geguckt und dann, der konnte es jetzt leider nicht mehr miterleben, aber ich glaube, das wäre schon ganz lustig einfach gewesen. Ja, alles ist halt riesig. Also, ich meine, bei euch ist es ja auch schon jetzt, ihr habt so ein bisschen ein größeres Team, aber da sind halt jede Menge Leute und es ist halt live. Ihr macht auch live, aber es sind halt eben so viele unterschiedliche Live-Acts, tralala, alles wie das geschaltet wird. Mich ist halt eben auch so Filmproduktionen auch so ein kleines Hobby, also finde das schon ganz spannend und sowas dann mal mitzubekommen. Das ist schon ganz cool. Ich bin ja Maschinenwerker, du bist ja Handwerker. Zumindest wäre ich dafür gehalten, zumindest bist du dafür gehalten. Okay, ja. Du hast mir eben gerade erzählt, dass du eine CNC bestellt hast. Warum? Ich habe Industriedesign studiert und habe schon mit 15, 16 den ganzen Tag nur in CAD-Programmen abgehangen und habe danach im Prototypenbau gearbeitet. Also ich habe 3 oder 4 Jahre lang nur Kunststoff zerspannt, also auch ein bisschen Holz, aber fast nur Kunststoff zerspannt, Exponate gebaut für den Messebau und da war halt eben CNC mein täglich Brot. Ich kann schon so ein bisschen mit CNC.
Du strahlst ja dieses pure, ich spalte den Baum noch mit der Hand, das sprühst du ja aus. Dafür stehst du ja. Und dann eine CNC ist halt sehr ungewöhnlich. Ja, das stimmt, aber also grundsätzlich fasziniert mich halt der Werkstoff Holz. Mir geht es ja nur darum zu zeigen, okay, man kann das mit Handwerkszeugen machen. Das heißt, das wäre so der auch günstigste Einstieg, muss man ja sagen. Dann gibt es aber natürlich auch irgendwie so die Möglichkeit, Holz an seine Grenzen zu bringen. Und seine mechanischen Grenzen auch damit so ein bisschen zu experimentieren. Und da ist eine CNC einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Also das heißt auch so ein bisschen organischer Freiform zu machen. Will aber zum Beispiel auch so gewisse Tests machen. Ne? Zum Beispiel auch, wie viele Schwalben muss man jetzt in so eine Schwalbenschwanzverbindung reinmachen, damit es möglichst stabil ist. Das heißt, so reproduzierbare Tests zu machen, geht mit einer CNC natürlich auch einfacher. Ja, lass dich einfach mal ein bisschen überraschen. So ein Vakuumsack spielt da auch noch eine Rolle. Ich fahre auch gerne Skateboard und surfe gerne. Und Mountainbiken, Downhill ist auch so mein Ding. Also man kann mit Holz ganz coole Sachen machen. Bei uns ist es so, wenn die CNC zum Einsatz kommt, das ist kein Handwerk, das ist ganz spätestens schlimm. Spätestens bei einer CNC-Fräse hört für mich die Handarbeit auf. Ich drücke CNC ist aus meiner Sicht kein Handwerk mehr. Ich möchte werken und nicht programmieren. Ich glaube, so langsam verliert ihr den realen Faden. Schade. Ja. Wie gehst du damit um? Es geht halt eben darum, wenn es den Punkt gibt, wo ich sage, das ist jetzt handwerklich sehr schwierig umzusetzen, also zum Beispiel eine gewisse Wiederholgenauigkeit oder wir machen halt irgendwie eine, also nehmen wir zum Beispiel mal ein Skateboard. Jetzt habe ich das erste Video schon verraten. Aber wir machen halt irgendwie eine Freiform für ein Skateboard oder von irgendwelchen organischen Möbelfronten, dann zeigt es halt eben auch, was ist damit halt eben möglich. Das ist wieder dieses über den Tellerrand gucken und was gibt's denn und dann auch den Leuten zu zeigen, vielleicht könnt ihr nur so einen Hauch davon adaptieren und habt was Geiles für euer nächstes Projekt. Ist das Erstellen der Formen für die CNC, ist das nicht auch Handwerk? Weil für mich ist es das. Für mich ist es halt eine Erweiterung. Also ich komme ja aus dem gewerblichen Bereich, also ich habe wirklich als richtiger Tischler gearbeitet. Als ich da in meinen Lehrbetrieb reingegangen bin, habe ich mir natürlich vorgestellt, dass ich da den ganzen Tag irgendwie so mit dem Handhobel bin und dann machen wir Schwalbenschwanzverbindungen, es riecht den ganzen Tag nach Holz und keine Ahnung was und direkt der erste Satz. Wir sind hier nicht bei Meister Edel und seinem Pumuckl, wir müssen hier Geld verdienen. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man auch vielleicht verstehen muss. Und das ist auch ganz oft, dass die Leute an mich herantreten und sagen, oh, ich würde so gerne nochmal irgendwie, ja, mein, was auch immer ich gerade mache, das würde ich gerne schmeißen und ich will nochmal irgendwie jetzt ins Handwerk gehen und am liebsten Tischler und den ganzen Tag mit Holz arbeiten. Okay, wie viel verdienst du jetzt gerade? Und dann sage ich, wie viel ein Tischler verdient und dann ist so, Digger. Oh, die zweite Sache, und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, es wird mit Platte gearbeitet. Ich habe in 4 Betrieben gearbeitet, wenn da irgendein Massivholzprojekt reinkam, da sind alle drauf gestürzt, haben sich verprügelt, damit man dieses eine Projekt machen konnte, weil das einfach eine Seltenheit war. Ja. Hast du ab und zu gewonnen? Nee. Okay. Mir war es egal, ich stand über den Dingen. So. Also ich finde, das irgendwie zu sagen, das ist Handwerk und das ist kein Handwerk, ist so eine ganz schwierige Sache. In der Bäckerei, ja, da müssen die auch nicht irgendwie morgens erstmal zur Mühle fahren, wo dann alles gemahlen wird und die müssen dann auch nicht mehr, keine Ahnung, die Kohlen da morgens reinscheffeln. Das ist ja auch in einer gewissen Weise modernisiert worden. Und wir können nicht so tun, als würde jetzt die Tischlerei noch so wie vor 150 Jahren arbeiten müssen. Also das kriegt das bitte aus den Köpfen rauf, macht euch da bitte keine falschen Illusionen. Wir machen das Hobby, weil wir genau uns das rauspicken können, was wir so geil finden. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Absolut. Wie gehst du euch damit um, dass jeder dich verdammt nochmal gerne hat? Jeder liebt dich, jeder liebt Dominik Ricker. Tja. Dominik Ricker ist, Dominik, ich möchte ein Kind von dir. Ich habe mir deine Videos angeschaut, habe unter den Videos geschaut. Normalerweise ist es so, dass ich in dem Format hier immer schaue nach irgendwelchen interessanten Kommentaren. Wir haben nichts gefunden. Wir haben nur pure Herzchen und Freude gefunden. Ich möchte ja alle. Ach so. Und ich habe viele Fake-Accounts. Ne? Also ich schreibe mir dann selber Dominik. Also diese Kinderkommentare sind immer von mir, so dass ich dann. Sehr gut. Aber jetzt mal im Ernst, woher kommt das und wie gehst du damit um? Ich habe versucht, tatsächlich immer, auch wenn mein Kanal jetzt blöderweise so heißt wie ich, ja, aber ich habe nicht versucht, mich in den Vordergrund zu stellen oder dass es überhaupt irgendwie um meine Person geht. Für mich war immer im Vordergrund tatsächlich das Handwerk, also oder grundsätzlich die Bearbeitung von Holz. Und das halt irgendwie zu kommunizieren, meine Erfahrungen weiterzugeben, meine Tipps, Tricks. Wenn es Kritik gab, und die gab es und gibt es natürlich, dann bezieht sich die tatsächlich auf meine Projekte, die ich gemacht habe. Und vielleicht bin ich auch einfach so langweilig, dass dann die Leute sagen, ja, da können wir jetzt auch gar nichts angreifen. Dann gucken wir, was er da für einen Fehler gemacht hat und dann so läuft das. Scheinbar mache ich viel mehr Fehler als du, denn ich glaube, unsere Kommentare sind auf jeden Fall, ich sag mal, kontroverser als bei dir. Wie hast du eigentlich verkraftet, dass ich dich damals beim Nageln geschlagen habe? Cut!
Ja, du, also es gibt natürlich schon Momente, wo ich dann nachts hochschrecke. Letztens hatte ich auch eine Nagelpistole in der Hand und habe die direkt weitergegeben, weil ich wusste, das kann halt einfach nicht. Ne? Also meine Freundin hat mich noch nicht verlassen, aber die meinte auch, das mit dem Nageln, das musst du in den Griff kriegen. Warte. Oh nee. Bitte nicht. Ach. Das Format heißt ja festgenagelt. Wir stellen dir jetzt ein paar Fragen und du hast ja eine Aufgabe. Mhm. Und zwar stelle ich dir eine Frage, was hast du lieber? Das, was du lieber hast, das musst du nageln. Aha, okay. Ja? Also, hast du Lust? Na klar. Dann wollen wir mal schauen, was du so für Vorlieben hast. Ja. Ein Probeschuss? Ein Probeschuss. Schon ordentlich. Guck mal hier, deine Buchstaben fliegen ja gleich. Alter, okay. Dominik Ricker, ja, der überlebt alles. Euer, ja, schaut das mal. Ist ja ordentlich, du. Lieber eine Handsäge oder eine Bandsäge? Boah, das ist jetzt eigentlich ein Putt. Also ich finde beides geil. Handsäge. Lieber Leim oder lieber Schrauben? Ich finde Schrauben eigentlich cool, Leim aber besser. Ich nehme in der Regel aber Knochenleim, aber ich nehme das jetzt trotzdem und hoffe, dass es im besten Fall in deine Richtung spritzt. Sehr gut. Schade. Lieber Auto oder zu Fuß? Zu Fuß. Lieber Zollstock oder Maßband? Zollstock tatsächlich. Aber ich versuche mich da langsam so ein bisschen anzunähern. Oh, da bin ich gespannt. Ja, ich auch. No. Für echte Werkzeugfans. Oh ja, der ist gut. Ach du Scheiße. Mach keinen Quatsch. Lieber Handarbeit. Oder Maschinen. Ach geil. Also, egal wie viel wir jetzt vorhin erzählt haben, 50-50 Ding. Ich würde so gerne das Ding festnageln, aber ich stehe, glaube ich, eher hierfür. Guck mal, die können wir hier, dass die daran arbeitet. What? Das ist jetzt mega soft. Okay. Also im Rahmen bei der Maschine. Ja. Wunderbar. Yes. Aber jetzt machen wir wieder volle Pulle, wa? Genau. Ja, lieber Fichte oder Buche? Die sind ja beide so ein bisschen verteufelt angeblich, ne? Aber ich finde, Fichte ist so ein schönes, helles, leicht zu bearbeitendes Holz. Lieber Hammer oder Nägel? Hä? What the fuck? Lieber Hammer oder lieber Nägel? Hat sich Toni ausgedacht. Ja, so eher der Macher oder der gemacht wird? Guck mal, das geht ja aber in Richtung, du Schlingelchen, sag mal. Okay. Smash. Lieber Fritz Meinecke oder den Mitarbeiter des Monats. Oh, das sind aber, kann ich euch beide nageln, oder? Wenn du möchtest, kannst du auch uns beide nageln. Guck mal, aber der Fritz ist natürlich auch schon ein Schnittchen, ne? Aber ich nehme trotzdem Sebastian, komm, was soll das? Ja, das... Wir nehmen es mal als genagelt. Letzte Frage. Oh Gott, nein! Nein! Lieber, nein! Och, Sebastian, mach mich doch nicht fertig, ey. Lieber Lamello oder lieber Domino? Ja, Domino, aber... Warte mal. Wenn du im Leben wirklich erfolgreich werden willst, dann musst du eine Entscheidung treffen. Okay, wir wollen es dir mal nicht so schwer machen. Du darfst auch das hier... Ach so, okay, gut. Sonst hätte ich jetzt da durchgezogen. Ich wollte aber wissen, ob er es durchzieht. Ja, er hat es durchgezogen. Ich hätte durch das Plastikding hier geschossen. Sehr gut, sehr gut. Ja, supi. es hat Spaß gemacht mit dir. Danke gleichfalls. Bitte nominiere jemanden, den wir vielleicht beim nächsten, übernächsten Mal hier festnageln sollten. Oh. Wie nehmen wir den da mal? Pufut? Create. Würde ich gerne hier sehen. Jetzt recherchier mal und dann wirst du dich freuen. Ja, vielen Dank hier für die kleinen interessanten Fragen. Immer schön, so einen Austausch zu haben. Und ja, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch so ein bisschen zu Herzen nehmt, was wir euch hier heute so gesagt haben. Gerade so, was die Einstellung zum Werkzeug, zu den Projekten angeht, zum Handwerk. Und ja, dass ihr trotz all dem, was wir hier erzählen, noch ein bisschen Spaß bei der ganzen Sache habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.